Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Ich weiß von wem. Darum handelt das Video. Well. Halli, hallo Freunde. Ich bin Little Corpus Brain oder einfach nur Yannick und willkommen zu einem kleinen Video außer Reihe. Und zwar habe ich ein nettes Paket bekommen von den Leuten von PXN und es handelt sich dabei um einen Gaming-Controller. Und jetzt kann es vielleicht interessant sein für den einen oder anderen, der einen neuen Controller entweder für den PC sucht oder zum Beispiel für die Nintendo Switch und nicht allzu tief in die Tasche greifen möchte, aber trotzdem einen ähnlichen Controller haben möchte, wie zum Beispiel den Nintendo Switch Pro Controller. Denn dieser Controller hier kostet gerade einmal 28,99 Euro, gibt es in verschiedensten Farben, und zwar, um genau zu sein, in Mika Blue, Bamboo Green, Burgundy Red, Puff Yellow, Ink Grey und Agate Black. Agate Bauer. Und diesen Controller habe ich von denen zugeschickt bekommen. Ich bekomme kein Geld für dieses Video. Ich muss nicht irgendwas Besonderes sagen, sondern das hier ist alles meine eigene Meinung. Sie haben mir geschrieben, ob ich den nicht auf dem Kanal hier reviewen möchte. Und ich fand, das sah ziemlich cool aus. Und weil ich euch immer günstige Sachen empfehlen möchte, wie zum Beispiel Spielekeys bei Instant Gaming, möchte ich euch natürlich auch gerne Controller zeigen, die wirklich sehr, sehr gut sind und nicht allzu viel kosten. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch mit einem kleinen Unboxing. Und da sind wir auch schon beim kleinen, aber feinen Unboxing. Dazu sei gesagt, ich habe sowas fast noch nie gemacht. Dementsprechend, ich möchte einfach nur zeigen, was dabei ist. Und zum Beispiel hier oben sieht man auch direkt einmal die Farben, die ich am Anfang ja auch vorgelesen habe. Und das, was mit dem Paket letztendlich mitkommt, ist recht kompakt. Ich habe mich natürlich für die gelbe Variante entschieden, weil ich fand, die sah ziemlich, ziemlich schick aus. Und wenn man den ganzen Kasten hier aufmacht, wird man auch direkt begrüßt von dem Controller. Wie gesagt, ich habe die gelbe Variante gewählt mit so lila Akzenten noch da drin. Die ist hier in dem Karton so ein bisschen festgehalten von so einer Klarsichthülle. Und dann kann man auch schon direkt den Controller rausnehmen. Dazu kommen wir aber jetzt gleich, denn wir wollen ja erstmal wissen, was hier noch Schönes drin ist. Denn was mich tatsächlich sehr überrascht hat und was ich sehr schön fand, ist zusätzlich zu dem Controller gibt es natürlich noch ein Aufladekabel, denn man kann ihn nicht nur per Bluetooth verwenden, sondern auch per Kabel. Und ja, es ist ein USB-C-Kabel. Ich bin weiterhin der Meinung, dass USB-C-Kabel die Zukunft sind und USB-C ist der Anschluss, der überall verwendet werden sollte. Dementsprechend war ich sehr glücklich zu sehen, dass das nicht ein Micro-USB-Anschluss ist, wie man das zum Beispiel vom PS4-Controller noch kennt, der jede Zeit immer wieder was an Verbindung verbricht. Das fand ich ganz cool. Und sonst gibt es hier nur noch so ein paar Anleitungen da drin und noch so ein paar Krimskrams, eigentlich Lektüre, die man meistens nicht benötigt. Dementsprechend können wir den Karton damit auch schon zur Seite und uns dem Controller widmen. Ihr werdet jetzt direkt beim Layout sehen, dass es ein typisches Controller-Layout ist, A, B, Y, X. Das ist letztendlich eigentlich dem Nintendo Switch Pro Controller gewidmet. Um ihn mal als Vergleich hier neben zu ziehen, wäre das hier der Nintendo Switch Pro Controller. Sprich, wenn man das mal alleine so übereinander liegt, ist das in etwa die gleiche Größe, in etwa auch, das ist schwer mit der Kamera zeigen, in etwa auch gleich dick. Aber was bei diesem Controller sehr schön ist, ist, dass es einen Softgrip hat. Das kann man jetzt natürlich auf der Kamera sehr schwer zeigen, weil wie soll ich euch zeigen, wie haptisch etwas ist? Ist schwierig. Aber es fühlt sich sehr gut an. Man kann ihn gut in der Hand halten. Ebenso sind die Buttons alle schön clicky. Besonders hier oben. Die Buttons sind sehr clicky. Die Control Sticks lassen sich auch sehr schön bewegen. Die fühlen sich jetzt nicht so an, als würden sie irgendeinen Drift bekommen oder so. Ich möchte da jetzt niemanden ansprechen. Man hat hier Plus und Minus. Man hat einen Home-Button. Man hat hier ein Verbindungsbutton. Hier oben ist dann der Anschluss für USB-C. Und das einzige Manko, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, ist die hinteren Trigger. R2 und L2, wie man sie jetzt auch immer nennen möchte, die gehen meiner Meinung nach ein wenig sehr schwammig in den Controller. Also da ist nicht viel Widerstand, sondern die gehen wirklich so sehr, sehr flott in den Controller rein. Und da weiß ich noch nicht ganz genau, wie gut sich das spielt. Aber an und für sich finde ich zum einen die Farbe, wie gesagt, sehr schön. Die anderen Farben sind auch sehr schön. Die kann man ja bei Amazon alle sehen. Die Links dazu sind übrigens auch alle in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal reinklicken. Und vom Feeling her, den als erstes mal in Hand zu halten und so ein bisschen dran rumzudrücken, hat es sich schon mal sehr, sehr gut angefühlt.
Und um jetzt noch ein kleines Praxisbeispiel zu zeigen, so viel zum Unboxing, möchte ich euch einmal zeigen, wie einfach es dann letztendlich auch ist, wenn man den zum Beispiel mit einer neuen Nintendo Switch pairen möchte. Wenn man sich nun nämlich bei der Nintendo Switch in diesem typischen Menü befindet, wo man einen neuen Controller pairen kann, kann man auf diesem Controller hinten auf den Power-On-Button drücken, diesen 3 Sekunden dann auch gedrückt lassen. Dann sieht man auch schon, dass hier vorne angezeigt wird, dass er nach einem Gerät sucht, womit er sich verbinden kann. Und schon sieht man, dass der Controller wie ein Nintendo Switch Pro Controller erkannt wird und man hier eben auch natürlich direkt A drücken kann und hier auch ganz normal navigieren kann, wie man es von jedem anderen Controller gewohnt ist. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, was ich am Anfang jetzt gerade noch vergessen habe, hier oben, wo das PXN-Logo ist, ist auch tatsächlich ein NFC-Chip verbaut. Was so viel bedeutet wie, wenn ihr auf der Nintendo Switch ein Amiibo nutzen wollt, den ihr scannen möchtet, könnt ihr das Ganze mit dem Controller auch tun, wie ihr es eben auch bei einem Pro-Controller tun könntet. So, und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen kann, wie ganz genau irgendein Input-Lag wäre oder irgendetwas. Ich kann immer nur sagen, wie es sich anfühlt, wenn man damit spielt. Und ich bin jetzt gerade einfach in das erstbeste Spiel gegangen, Kirby, macht immer noch sehr viel Spaß, und kann sagen, es spielt sich wie mit jedem anderen Controller. Die Haptik von dem Controller in der Hand liegt sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich sehr, sehr große Hände, aber kann hier super gut rumpacken, kann hier oben alles erreichen, wie ich es erreichen möchte. Und wenn ich einen Knopf drücke, dann wird das auch direkt umgesetzt. Also es ist jetzt nicht so, als ob hier irgendwie eine schlechtere Technologie oder so verbaut wäre, weil könnte man ja von ausgehen, weil es so ein günstiger Controller ist. Nein, es funktioniert wirklich 1A. Man kann damit direkt loslegen. Und genauso würde es eben auch funktionieren, wenn ich das USB-C-Kabel nehmen würde, das an meinen PC anstecke oder wenn ich einen Bluetooth-Adapter habe und mich mit dem Controller mit dem PC verbinde. Genauso kann man da dann auch jedes Spiel, was man irgendwie auf Steam kennt oder so, auch einfach dann mit dem Controller spielen. Tja, und damit sind wir auch schon tatsächlich am Ende von diesem kleinen Review. Ich möchte am Ende nochmal sagen, thank you to PXN for sponsoring this video and sending out this controller. Thank you very much. Wie gesagt, alles, was ich hier gesagt habe, sind meine Ersteindrücke. Ich habe den Controller jetzt für das Review und das Unboxing gerade eben aus dem Karton rausgeholt. Bin sehr begeistert, dass man für 29 Euro so einen guten Controller erhält, den man am PC benutzen kann, an seiner Switch benutzen kann, an jeglichen anderen Konsolen benutzen kann und einfach direkt mit einem weiteren Controller spielen kann. Gerade besonders spannend, wenn man vielleicht mit anderen Freunden noch Mario Kart spielen möchte oder Mario Party oder dergleichen oder Smash, ist, glaube ich, so eine Art immer sehr viel besser, als direkt auf den großen Controller zu gehen und unfassbar viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn denn so ein Controller es genauso gut tut, wenn nicht sogar besser. Weil dieser Soft-Touch, den hat man eben bei anderen Controllern nicht. Falls ihr euch selber ein Bild machen wollt, der Link zu dem Produkt ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken, könnt euch die ganzen verschiedenen Farben angucken. Die sind da alle überall in den Empfehlungen mit drin. Und falls ihr euch einen holen solltet, viel Spaß mit dem Controller. Ich denke, damit kann man nichts falsch machen. Und das soll es für heute gewesen sein. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tüdelü, mit Ü. Kaprrr.